statt zu Hause zu hocken, warum nicht dann mit irgendeinem Unipass einfach ein Pferdchen machen und sich überraschen lassen, einsteigen und schauen, wo man ankommt. Der Vorteil mit dem ÖV zu reisen, mit der Familie zusammen, ist natürlich, dass man hockt zusammen da. Es muss sich niemand aufs Fahren konzentrieren. Man kann je nachdem sogar ein Spiel spielen oder man kann also ein Büchlein anschauen miteinander oder kann aus dem Fenster schauen und Sachen beschreiben. Was auch vorkommt, dass halt viel oftmals, jetzt auch gerade wenn der Jünger noch dabei ist, dass die Leute sehr Freude haben eigentlich, oder Kinder, die anderen Fahrgäste. Oder? Es ist halt einfach sehr gesellig, wenn man so mit dem ÖV reist, mit der Familie. Und eben, man kommt halt nicht in Stau. Ja, es ist halt so, wenn man häufig reist mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, dann bringt man seine Kinder von Anfang an das schon bei, dass man also eine gewisse Disziplin, zum Beispiel, dass man auf dem Perro wirklich bei einem bleibt und nicht auf dem Perro rumrennt. Mir ist das wichtig, dass man beim Einsteigen die Hand gibt, vor allem wenn sie auch noch kleiner sind, mit der Zeit können sie dann schon selber ein- und aussteigen. Ja, und das kann man den Kindern beibringen und dann wissen sie es auch, dass man dort halt wirklich ein bisschen bei Mami und beim Papi bleiben muss. Andere Familien raten würde ich in Bezug auf die Benutzung des ÖV. Das erste Mal, dass man vielleicht ein bisschen schaut, wenn man mit Kindern reist, dass man nicht zu den Rushhour reist. Also so, ich würde sagen, so zwischen 8:30 und 9:00 losgeht und vielleicht vor 5:30, 4:00 wieder zurückkommt. Ich meine, es geht nicht immer, aber wenn man es planen kann, würde ich das raten. Es ist wirklich viel stressfreier. Weil wenn die Leute von der Arbeit kommen, am Abend, dann sind sie meistens auch müde. Und wenn die Kinder dann auch schon quengelig sind, nach einem ganzen Tag reisen oder irgendwo sein, dann ist das nicht so eine gute Mischung. Ja. Und das andere, was ich raten würde, ist einfach auch, ein bisschen die Angst abzubauen, vor den ÖV zu benutzen. Ich kenne auch andere Familien, die finden, wo sie trauen sich wie fast nicht zu, aber es ist eigentlich keine Sache. Auch heutzutage, wo vieles Niederflur ist, wo man sich auch darüber informieren kann, was ist Niederflur, dass man, wenn man einen Wagen hat, einfach nicht darauf angewiesen ist, dass einem jemand über die Stege hilft oder so. Ich denke, es hat sehr viele Vorteile gegenüber dem Auto. Wenn Sie rein ökologisch mal denken, eben die ganze Umweltbelastung, die wir natürlich haben und sollten ein bisschen abbauen. Denn wenn Sie aus finanzieller anschauen, Sie haben für die Familie, haben Sie Familienkarten, wo Sie günstiger können reisen können. Die, die zum Beispiel betrinkt haben, in so lange sind Züge, die ganz weit weggefahren. Fährst du gerne mit dem Spielwagenzug? Mhm. Wenn ich etwas plane oder so, mal so weggehe mit den Kindern meistens, dann schaue ich oft auf der ZVV-Ausflugtippseite. Dort kann man zum Beispiel auch wählen, ob man jetzt ein Familienangebot eben mit Kindern und hat natürlich immer auch noch gerade die Fahrt. Also wie kommt man dort her? Das ist auch noch gerade der Weg beschrieben und alles drauf. Oder auch wie natürlich Broschüren ins Haus flattern, dass man dort irgendwie mal etwas findet. Vielleicht Railway-Angebot oder so. Also ich plane es nicht immer ganz durch. Zum Beispiel die Rückreise mache ich dann auch von unterwegs mit dem App, also über das iPhone, oder? Also ich habe da, wie gesagt, mein iPhone und schaue da meine nächste Verbindung, je nachdem, wo ich bin. Und dann denke ich, ja, ich kann ja auch einen Zug später nehmen oder ich kann noch, wenn ich in Zürich bin, ein bisschen lädeln. Da hat es eine Verbindung, 1 Stunde und 11 Minuten mit 2x umsteigen. Mhm. Eisenhofen bis Frauenfeld mit dem Bus und das Frauenfeld umsteigen und dann mit dem Zug auf Zürich. Das ist sind wir am 20.05 in Zürich. Das ist noch besser.